Freiheit, politische Freiheit bedeutet, ich kann in jedes Land reisen, wo ich will. Ich kann meinen Beruf wählen, wie ich das will. Ich kann leben, wo ich will. Da ist was, was vielleicht noch keiner gesehen hat. Freiheit ist für mich nicht nur das Reisen, sondern einfach auch die Freiheit der Gedanken. Ja, man gewöhnt sich ja sehr schnell und sehr leicht an solche Dinge wie Freiheit. Man kann sich dann kaum noch vorstellen, wie es war, ohne die zu leben. Das ist nicht satt. Freiheit ist letztendlich das, was wir hier gerade immer gemeinsam erleben. Wir fahren in einem Zug aus dem freien Land in ein freies Land. Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland möglich geworden ist. Und ich hoffe, es geht Ihnen wie mir, man kriegt jetzt immer noch Gänsehaut bei diesem Zitat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine Freude, dass wir heute gemeinsam mit der jungen Generation, die die Herbstereignisse von 1989 lediglich aus den Geschichtsbüchern kennen, ein wenig von der historischen Aufbruchstimmung wieder aufleben lassen können und die Projektmacher des Vereins Kultur aktiv und eine Vielzahl von Unterstützern aus den beteiligten Städten sowie des Freistaates Sachsen und Bayern haben dieses symbolträchtige Jubiläumsereignis möglich gemacht. Wir fordern die Freiheit für die Dresdner Zwerge. Keine Freiheit ohne Zwerge. Można? Pan premier pozwoli. Możemy? Możemy. W sprawie krasnoludków, które zostały zabrane przez magistrat i aresztowane. Chcemy krótki komunikat. Gestern Abend haben wir, die Mitreisenden, heute im Zug der Freiheit und viele tschechische Gäste gemeinsam den Jahrestag des 30. August 1989 zum 20. Mal begonnen. Es war sehr bewegend, mit vielen von Ihnen gestern Abend ins Gespräch zu kommen, zu erfahren, mit welchen Motivationen, mit welchen Gefühlen Sie damals den Weg in die Freiheit über die Prager Botschaft der Bundesrepublik Deutschland gesucht hatten. Es waren Tausende von Menschen, die zuletzt unter schwierigsten Bedingungen ausharrten und auf den Moment warteten, dass es den Zug in die Freiheit gab. Es war erstmal diese Ungewissheit, was wird denn überhaupt werden? Wir sind jetzt an der Botschaft, wo gehen wir jetzt hin? Und es war dann diese Nachricht, wir können ausreisen, sag okay, wir sind einfach der Masse gefolgt. Wir hatten auch nicht vermutet, dass wir so schnell, dass es dann so schnell gelingen würde, auch wegzukommen von dort. Und der Moment, als es dann im Rundfunk kam, der Satz, soeben erreicht uns folgende Nachricht, alle in und außerhalb der deutschen Botschaft in Prag befindlichen Flüchtlinge können noch heute in die Bundesrepublik Deutschland ausreisen. Als das kam, da war erst ein Moment Ruhe, als ob man das nicht verstanden hätte, als ob das irgendwie Fremdsprache gewesen wäre. Und dann brach das los, ein Moment, so ein Jubel. Alle fielen sich in die Arme und das war ein unglaublicher Moment. Und dann auch der Moment, als ich über die Brücke dann in Dresden
Dresden wieder fuhr, man hat die Silhouette nachts gesehen von Dresden, dann war das schon ein Abschied. Ja, ich selber stand ja am 1. Oktober abends am Bahnhof in Freiberg, draußen natürlich, nicht im Zug. Und es war durchaus eine sehr bewegende Nacht. Und also war alles im Umbruch, war irgendwie komisch, ein komisches Gefühl irgendwie. Und ja, hat sich eigentlich auch bis heute erhalten. Das, was mir wichtig ist, auch an die zu erinnern, die damals hier demonstriert haben, die auch als Schaulustig, als Freiberger dagestanden haben. Die Situation in Freiberg war nicht einfach. Man muss auch immer wieder an die erinnern, die damals sozusagen dann dafür auch hart bezahlt haben. Es war in dem Sinne keine friedliche Revolution, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, später dann schon. Es war gerade in Freiberg, gerade auch in Dresden, teilweise auch in Blauen, eine Situation, die nicht einfach war und mit Gewalt aufgelöst wurde. Was uns wichtig war, ist, dass der Zug der Freiheit jetzt nicht nur ein lokales oder ein deutsch-deutsches Ereignis ist, sondern tatsächlich ein europäisches. Es war nicht nur unsere Revolution, es war auch die Revolution unserer tschechischen Nachbarn und Freunde. Es war eine Revolution in ganz Osteuropa, in der ehemaligen Sowjetunion. Wir haben deswegen viele Jugendliche dabei, die kommen aus dem Kaukasus, die kommen aus Weißrussland, die kommen aus Polen und aus Tschechien natürlich. Ereignissen seit 1989. I'm Irina from Georgia, from youth organization Youth for Civil Development, and was participated in this Art Rain 89 project in frame of Armand's photo workshop. And the idea of the workshop was the possibility to express understanding and feeling of the 89, of the changes which were made in 89 in different countries, and about the reflections which are understood by our young people in our countries today, in different countries. And at this moment we are thinking about the reflection of an expression of feelings of freedom and democracy, and other values which we share and which we have in common with these. Ich habe hier ein Hörspiel, das habe ich produziert, dieses Jahr fertig geworden über die Zeit 1988 bis 1992. So über die heiße Zeit aus der Perspektive der Cottbuser Bohem, also Künstler, vor allem meine Band Sando. Und das ist eine sehr zünftige, lustige, aber auch sehr tragische Geschichte. Und hier in meiner Hörspiel-Lounge kann man das hören. Das ist eher so ein mentales Setting, zurück in diese Zeit, aber aus einer völlig anderen Perspektive heraus. Also nicht die ewige Perspektive, die uns heute permanent DDR-mäßig übergeholfen wird, also Stasi, Flucht, der alberne ABV, der grimmige Grenzbeamte. Ja. Also die Erinnerung wird ja heute fast nur noch darauf reduziert, auf den Mauerfall und auf Bespritzelung. Ja. Aber Leben in dieser Zeit war natürlich um ein unendliches vielfältiger, und das möchte ich erzählen. Also in den Erzählungen war es eigentlich eher noch grauer, also nie so bunt, sage ich jetzt mal so. Also mir gefällt es eigentlich relativ gut. Also es ist ja, also ich bin zwar in der DDR geboren worden, aber ich habe nie wirklich viel mitgekriegt davon. Und so sieht man nochmal, wie es damals war oder aussah. Ja, wir haben es ja erst so von unseren Eltern oder familienmäßig erfahren, wie sie es so erlebt haben, und haben auch uns umgefragt. Aber halt jetzt so in der jetzigen Situation, wie wir jetzt gerade sind, dass wir jetzt gerade wirklich in so einem Zug mitfahren, ist schon was Besonderes. Ja. Man sagte mal so, ja, es war so früher und damals die alte Zeit, aber so lange ist es gar nicht her. Ich fahre eine Simson, Baujahr 76. Ich habe immer noch einen Schlüssel am Hänger bzw. einen Bieröffner aus der DDR dran. Und dann weiß man, dass es immer noch, es ist gar nicht so weit weg. Aber es ist eine einzigartige Nostalgie, so einen Zug zu sehen, nicht? Ich habe jetzt so seit 20 Jahren so einen Zug nicht mehr gesehen, nicht? So irgendwie
Aber es ist ganz eigenartig, es ist irgendwie alles irgendwie vertraut, nicht, es stimmt alles. Der Handgriff stimmt nicht und die Abstände stimmen alles, das ist ganz eigenartig. Also wie man da doch von geprägt ist, also für mich ist es irgendwie fast erschreckend. Es kommt doch vieles wieder hoch, nicht, was man vergessen hatte oder woran nicht mal mehr gedacht hat. Nicht, oder dieses Sprillakat anfassen, nicht dieses Gefühl, wenn man da drüber fasst, nicht. Ist gleich wieder da, das ist ganz eigenartig. In diesem Zug werden die ganzen Erinnerungen wieder wach. Es ist dieser Geruch dieser Sitzplätze, diese Farben, alles das, das ist alles DDR-Zugmäßig noch. Und die ganzen Bilder kommen dadurch viel leichter im Kopf wieder hoch. Es ist ein bisschen bizarr. Für mich war das auch von Kindheit an immer so eine Sache, dass ich nicht akzeptieren konnte, dass man nicht reisen kann. Ich hatte mir von Kindheit an Pläne geschmiedet, wie ich das mal machen werde, wie ich da irgendwie Tunnel graben, mit dem Ballon fliegen, über die Ostsee mit dem Floß. Also immer habe ich mir abends dann im Bett Geschichten ausgedacht und als ich das dann gemacht habe, war das für mich auch sehr abenteuerlich. Der Grund zu bleiben war eigentlich die Familie. Wir hatten damals 3 Kinder und es gab eigentlich nicht viel Gründe, nicht? Aber es war irgendwie doch zu Hause, nicht? Das ist schwer zu erklären. Warum bist du damals abgehauen oder ausgereist? Warum will man aus dem Gefängnis abhauen? Wenn man die Schnauze voll hat, in einer Mauer zu leben, wenn man nur einmal lebt. Wäre schon schrecklich, ne? Wenn du nicht überall hin kannst, wo du willst. Na, ich finde, wir können zwar überall hin, wo wir hin wollen, aber sind wir nicht trotzdem irgendwo eingesperrt, ne? In unserer Gesellschaft? Naja, wir werden zwar jetzt nicht mehr so offensichtlich, also ich finde, wir sind zwar nicht offensichtlich eingesperrt, dass man immer sagt, okay, du darfst nicht da und da hin, weil es halt so ist. Du darfst ja prinzipiell hin. Aber trotzdem hast du immer deine Einschränkungen, du musst jeden Arsch irgendwie sagen, so, ich mach das und das. Und du wirst immer irgendwie überprüft. Trotzdem bist du ja irgendwo eingesperrt in deinem. Du bist irgendwo so richtig frei, bist du auch nicht. Nee. A warm welcome at Plauen, dear friends from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Poland, Georgia, and Czech Republic. Hier spricht der Sie begleitende Zugbrauer. Im ersten Wagen des Zuges haben wir ein Fass mit 50 Litern Bier für Sie bereitgestellt. Für alle Zuhörer.
Berliner Mauerbiet. Da haben wir die ganze Nacht gefeiert und bis früh. Die ganze Stadt hat ja gefeiert. Es war Wahnsinn. Es war einfach Wahnsinn. Und deswegen ist das Wichtigste, was damals erkämpft wurde, ist die Freiheit. Auch wenn das heute fast vergessen scheint. Aber in so einem Zug lebt das wieder auf.